eines feierlichen Festaktes verlieh der Presseclub Hannover am 8. Dezember 2010 Theresa Enke den 14. Leibniz-Ring als Auszeichnung für ihr mutiges Auftreten bei der Pressekonferenz am Tag nach dem Tod von Robert Enke. Mit dem Leibniz-Ring Hannover bezeugen wir unseren großen Respekt vor einer Frau, die trotz des schmerzlichen Verlustes nicht in die Resignation ging, sondern als Botschafterin Motivation schafft. Alle Festredner, wie Ministerpräsident David McAllister als Schirmherr, Bundesgesundheitsminister und zugleich Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung, Dr. Philipp Rösler oder Professor Majid Sami, begrüßten die mutige Entscheidung des Kuratoriums und zeigten sich hocherfreut über das Engagement von Theresa Enke als Vorstandsvorsitzende in der gegründeten Stiftung. Ihr Auftritt, verehrte Frau Enke, einen Tag nach dem Freitod ihres Mannes von einer gewaltigen, über den Moment hinausreichenden Bedeutung. Sie hat es geschafft, bis dahin unbekannt zu bleiben. Wir haben später erfahren, warum, weil sie sich um die Familie kümmern wollte. Bis wir damals dann aus den Medien erfahren haben, dass der Schicksalsschlag die Familie getroffen hat mit der Erkrankung des zweijährigen Kindes. Sehr bewegende Worte fand Theresa Enke selbst, die insbesondere der Familie und den Freunden, aber auch den vielen Menschen für die fortwährende Unterstützung dankte. Als ich am Tag nach Robbys Tod die Pressekonferenz hielt, hatte ich eigentlich nur eines im Sinn. Ich wollte selbst über meinen Mann und seine Krankheit sprechen. Ich wollte nicht, dass irgendjemand, der ihn nicht kennt, über ihn redet. Das fühlte ich und wollte ich für ihn tun, weil ich ihn liebe. Was ich mit meinen Worten auf der Pressekonferenz bei anderen Menschen ausgelöst hatte, war mir nicht bewusst. Aber es berührt mich sehr, dass viele Menschen offenbar aus Robbys Leid und auch aus meinen Worten Mut schöpften, gegen diese Krankheit anzukämpfen und sich zu öffnen. Trotzdem werde ich nie sagen können, Robbys Tod hat einen Sinn gehabt. Ich hatte nach dieser Tragödie zwei Möglichkeiten, entweder die Krankheit Depression komplett aus meinem Leben zu streichen oder aber aktiv dagegen anzugehen. Ich habe mich für Zweiteres entschieden und bin sehr froh und dankbar, dass die Robert-Enke-Stiftung gegründet wurde. Natürlich fällt es mir nicht leicht, mich immer wieder mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber ich möchte anderen Betroffenen helfen, damit sie nicht den Weg gehen, den Robby gegangen ist. Ich habe auch das Gefühl, dass seit Robbys Tod Depressiven es leichter fällt, sich zu öffnen und sich für diese Krankheit nicht mehr zu schämen. Depressionen sind keine Charakterschwäche. Die sind eine Krankheit und die sind in den meisten Fällen behandelbar. Dann gilt noch der Goldschmiedin Dennis Mitschke, die es geschafft hat, die Problematik dieser Krankheit und vor allem unser eigenes Schicksal durch einen Ring zu vermitteln. Sie hat ihn wundervoll gemacht und ich werde ihn in Ehren halten. Dankeschön. Das ist ergreifend, ja, und ich fühle mich sehr geehrt und wertgeschätzt, dass ich diesen Preis bekommen habe, aber natürlich auch sehr traurig, dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich so einen Preis bekomme. Das ist so ein bisschen ambivalent. Wir waren uns in der Causa Enke, um das mal so salopp zu sagen, vollkommen einig, dass wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen konnten. Erstens konnten wir eine sehr mutige, wunderbare Frau ehren, die diesen Preis alleine schon für sich verdient hat. Auf der anderen Seite konnten wir aber der Krankheit und der Robert-Enke-Stiftung noch einmal
Aufmerksamkeit verleihen. Und das, denke ich mal, ist bei dieser Veranstaltung heute Abend sehr deutlich geworden. Und ich hoffe auch, dass die Berichterstattung darüber große Nachwirkungen hat. Denn es geht ja nicht darum, dass man einen Namen ehrt und nicht nur alleine darum, sondern die Stiftungssinn ist ja ein anderer. Wiederum Menschen zu helfen, das geht natürlich nur, wenn man nachhaltig arbeitet. Und ich hoffe, wir haben das damit erreicht.